Willkommen bei AI Tipps und Tricks. Ich bin Nina und ich möchte euch heute zeigen, wie ihr beim Samsung Galaxy A42 5G einen Sperrbildschirmtyp einrichten könnt. Wie ihr sehen könnt, wenn wir hier im Moment unser A42 sperren und entsperren wollen, dann reicht ein einfaches Streichen und wir haben hier Zugriff auf das ganze Smartphone. Das wollen wir natürlich im Normalfall nicht, denn wenn so euer Handy geklaut wird oder ihr es auch einfach nur irgendwo liegen habt oder so, kann da grundsätzlich jeder an alles rankommen. Und deswegen ist es schon besser, wenn ihr einen der verfügbaren Sperrbildschirmtypen auswählt. Und dafür gehen wir in die Einstellung. Und dann finden wir hier über biometrische Daten und Sicherheit auch den Punkt Sperrbildschirm. Den wählen wir einmal aus und sehen hier oben als erstes Sperrbildschirmtyp streichen. Das wollen wir jetzt ändern. Wir wählen das also aus und sehen hier jetzt die unterschiedlichen Optionen. Streichen, keine Sicherheit, Muster, mittlere Sicherheit, PIN, Mitte, hohe Sicherheit, Passwort, hohe Sicherheit oder keine. Das ist natürlich auch nicht zu empfehlen. Wir wollen uns jetzt einfach als erstes mal das Muster anschauen. Merken Sie sich das Muster. Wenn Sie es vergessen, müssen Sie Ihr Telefon zurücksetzen und alle Daten werden gelöscht. Das wollen wir natürlich nicht. Wir zeichnen jetzt hier mal einmal ein Muster ein. Das wird gespeichert, wir sagen weiter und müssen das Muster dann nochmal erneut zur Bestätigung einzeichnen. Das heißt, wir zeichnen es nochmal ein und sehen dann, dass unser Entsperrmuster jetzt so festgelegt wurde. Wir sagen bestätigen und sehen jetzt, dass das erfolgreich geklappt hat. Wir sagen okay, wir können unser Muster jetzt dann noch sichern, das wollen wir jetzt aber nicht. Und wenn wir das Ganze jetzt sperren und entsperren wollen, dann reicht eben nicht mehr ein einfaches Streichen, sondern wir werden dann aufgefordert, unser Entsperrmuster einzuzeichnen. Und erst wenn wir das dann tun, entsperrt sich das Ganze auch. Und das ist natürlich wirklich schon mal eine Ecke sicherer, als wenn da jeder drauf zugreifen kann. Wir können jetzt hier nochmal zum Sperrbildschirmtyp gehen und wenn wir die Einstellung ändern wollen, müssen wir jetzt jedes Mal das Muster eben einzeichnen. Also einmal die Einstellung mit dem aktuellen Sperrbildschirmtyp wieder freischalten. Gleiches gilt für PIN und Passwort und die lassen sich recht ähnlich einstellen. Das heißt, wir schauen uns das jetzt einfach mal beim PIN an. Es funktioniert aber wie gesagt genauso auch beim Passwort. Die PIN muss mindestens 4 Ziffern enthalten. Auch hier ist es eben ganz besonders wichtig, dass ihr euch die PIN gut merkt. Und wir geben jetzt hier mal eine PIN ein und sagen weiter und geben die dann auch hier nochmal zur Bestätigung ein und sagen wieder okay und können auch hier die PIN sichern, auch das machen wir wieder nicht und haben jetzt den Sperrbildschirmtyp hier auf PIN geändert, das sehen wir hier auch. Wir sperren das Ganze also nochmal und wenn wir es jetzt entsperren wollen, dann auch hier reicht ein einfaches Streichen nicht mehr aus, sondern wir müssen einmal unsere PIN eingeben und sagen okay. Und dann funktioniert das Ganze aber wieder problemlos. Das heißt, wählt euch einfach den Sperrbildschirmtyp aus, der für euch am praktischsten ist. Und dann seid ihr da auf jeden Fall auf der sicheren Seite und könnt das hier natürlich jederzeit ändern. Hauptsache, ihr merkt euch gut, welchen Bildschirmtyp ihr ausgesucht habt und eben welche PIN oder welches Muster. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt uns gerne einen Daumen hoch. Habt ihr noch Fragen oder Anmerkungen, schreibt uns die gerne jederzeit in die Kommentare und abonniert auch den Kanal, damit ihr keine Videos verpasst. Und sagt uns vielleicht auch mal, welchen Sperrbildschirmtyp ihr denn am liebsten verwendet. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!